Die erste Frage, wie geht's der Stimme? Blendend, wirklich gut. Es ist ja nie schlecht gegangen, nur wenn es krank bist, bist du krank. Und das, was ich gehabt habe, war etwas, was ich noch nie hatte. Und es war in ganz Süddeutschland ein Virus, der auch Nachrichtensprecher heimgesucht hat, Schauspieler. Also es war wirklich was ganz was Neues und es hat auch kein wirkliches Kraut gegeben, außer Ruhe. Und die Stimme ist wieder da, wir haben alle Konzerte noch geholt und ich freue mich auf die Zukunft. Donauinsel, immer ein Highlight? Immer. Highlight ist untertrieben eigentlich. Ich habe ein bisschen an meiner Vergangenheit geforscht, ich weiß gar nicht, wie oft ich da schon gespielt habe, aber ich war, glaube ich, sehr, sehr früh bei der Donauinsel dabei. Und es ist jedes Mal gewaltig, diese Energie von Menschen zu sehen. Und es ist eines der schönsten Festivals, des Freiluftfestivals. Es ist das größte. Und was mich besonders freut, es ist, und da bin ich stolz auf mein Land Österreich, eines der angstfreiersten. Weil die Menschen ganz einfach angstfrei da herumgehen. Und das sollte man sich auch einmal überlegen, wie gut es uns in diesem Land eigentlich geht. Im Gegensatz zu anderen Ländern, die mehr Angst haben müssen vor Terrorismus. Ich will jetzt nichts verschreien, aber ich bin sehr stolz, diesen Pass zu haben. Ich fliege morgen nach London und gehe mit dem Michael Reed noch einmal durch den Score durch, wie er das arrangiert hat, wo ich meine Anmerkungen anbringe. Und mehr als, dass ich mich darauf freue und dass es für mich ein großes Kompliment ist und eine Ehre ist, dass mit meinen Songs ein Musical passiert, kann ich eigentlich nicht dazu beitragen, weil alles andere war nicht richtig, weil ich habe weder zur Geschichte noch zu den Arrangements was beigetragen. Ich habe einen Song geschrieben, der quasi so ein Missing Link in der Handlung war. Der ist neu, der ist nur für dieses Musical geschrieben worden. Aber den Rest machen die beiden Herren Strobeck und Hoffmann und Michael Reed. Aber du kannst schon sagen, das oder das gefällt mir nicht, oder wie? Das kann ich schon sagen, aber bis jetzt, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir alles. Muss ich ehrlich sagen, wirklich. Ich war total überrascht, wie super meine Lieder für Musical funktionieren, weil ich ja doch Ohrwürmer geschrieben habe und wenn die natürlich dann anders orchestriert sind, kriegen die eine andere Dimension. Und es freut mich auch, dass das Ensemble meine Lieder entdeckt und sagt, die Texte singen sie so toll und die Melodien sind so eingängig und sie haben wirklich Freude daran. Und da ich ja selber auf einer Musicalbühne gestanden bin, und oft manchmal wirklich oft Schwachsinn von den Übersetzungen singen musste, weiß ich das sehr, sehr zu schätzen. I'm from Austria wurde gerade zum wichtigsten Song für Österreich gewählt. Wie sehr freut einen das? Na, Freude ist untertrieben. Es ist, wenn man hört, dass Bohemian Rhapsody von der Queen auf zweiter Platz ist, glaubt man an die Unwirklichkeit dieser Wertung. Aber man muss natürlich das annehmen. Dieser Anruf von den drei hat mich erreicht bei einer Autobahne, wo ich gerade unterwegs war zu einem Hörerkonzert in Saarbrücken. Ich habe gesagt, das ist ein Witz. Und dann habe ich das so realisiert und wir haben gerade einen Botschen gehabt und die Patrice ist uns eingegangen und gesagt, das kann doch nicht wahr sein, dass dieses Lied, das so viele Emotionen, sowohl positiv als auch negativ, in der letzten Zeit entfacht hat, so ein Lebenssong für die Menschen in Österreich ist, obwohl ich es aus einem ganz einfachen Heimwehgefühl geschrieben habe. Weil mir die Leute im Ausland gefragt haben, where do you come from? Ich habe gesagt, I'm from Austria. Und dann das Föder dem Lied, we don't have kangaroos. So wie man dazu gesagt hat, weil sie uns immer mit Australien verwechselt haben. Du hast dieses Hörerkonzert angesprochen, das war ja quasi die Probe für die Unplugged-Tour, die ja, einfach ein Wiener, oder? Naja, es ist gefährliches Halbwissen. Also, es war, nein, du kannst schon, wir machen eine Unplugged-Tour, es ist sehr reizvoll gewesen, wie wir geprobt haben für diese Chörerkonzerte, wie das eigentlich klingt, wenn wir das wirklich nur mit akustischen Instrumenten spielen. Und wir haben ja nur einen Bruchteil des Programms, das wir dann 2018 auf unserer Unplugged-Tournee spielen werden. Es wird auch nicht mit Orchester sein, es wird wirklich sitzen 5 Personen auf der Bühne und die spielen mit akustischen Instrumenten. Aber jetzt ist die Zeit, da spiele ich auf der Donauinsel und dann spiele ich meine Sommerkonzerte und dann muss auch wieder eine Ruhe sein. Und wenn es dann ganz stark wird, wie mein Großvater immer gesagt hat, dann hast du die besten Ideen. Und auf das freue ich mich besonders. Ruhe heißt Urlaub, oder? Na, Urlaub gibt es für einen Künstler nicht. Denn Urlaub hat man, ich denke immer an irgendwas anderes. Also ich bin gerne am Wasser, ich bin gerne allein, ich bin gerne in der Natur. Aber das Wort Urlaub kommt für mich nicht in Frage, weil ich immer etwas... Urlaub ist für mich, wenn ich was anderes mache, als das, was ich gerade jetzt mache. Also zum Beispiel nicht da in den Hotels schlafen, sondern zu Hause schlafen können. Nicht
mich permanent vorbereiten müssen auf irgendein Konzert, mich einstellen auf das Publikum, das mich dort erwartet, sondern ganz einfach mal sagen, der Tag fängt an, da ist das Klavier hat 85 Tasten, man muss nur zum richtigen Zeitpunkt auf die richtige Taste drücken und das ist schon schwer genug.